Hallo zusammen, mein Name ist Naomi, ich bin 24 Jahre alt, studiere Journalismus und mache momentan mein Praktikum bei ProSieben und Sat.1 im Social-Media-Bereich für die Sendung TAF. Und was ich da alles machen muss, dafür nehme ich euch jetzt mal mit hoch in die Redaktion. Hinter mir könnt ihr jetzt das Büro sehen. Wir haben nämlich ein Großraumbüro, wo wir alle zusammen arbeiten und die Moderatorenbüros liegen um uns rum. Und damit ich euch erzählen kann, wie mein Arbeitsalltag so abläuft, nehme ich euch jetzt mal mit an ein ruhiges Plätzchen. Das Erste, was ich mache, wenn ich auf die Arbeit komme, ist, dass ich schaue, was so über Nacht passiert ist. Einmal in der Rubrik Promi-News und einmal so generelle Nachrichten. Sobald wir uns dann für ein Thema entschieden haben, mache ich die Photoshop-Datei und schreibe den Text dazu. Wenn das Ganze dann auch abgenommen wurde, wird alles auf Facebook und auf Instagram veröffentlicht. Dann erstellen wir quasi Memes, Spruchtafeln oder irgendwelche anderen Instagram-Posts. Dann schaue ich erstmal, ob noch was für die Story ansteht. Da gibt es dann manchmal ein This or That, ein kleines Quiz oder irgendwelche andere lustigen Fragen. Der Praktikalltag besteht nicht nur aus Laptop und Bürostuhl. Einmal vor der Moderatorenwand posen oder mit Reportermikro in der Hand Spalier stehen? Auch das ist möglich. Hier werden Freundschaften geknüpft, die länger halten als ein Praktikum. Und coole Erfahrungen gesammelt, weil man überall dabei sein darf. Am lustigsten sind immer unsere Drehtage. Da wird fleißig Content produziert und natürlich passiert auch mal der ein oder andere Outtake. Da war Jasmin. Für Diversity-Werben auf dem CSD ProSiebenwagen? Kein Problem. Und ja, auch der ein oder andere Vierbeiner schaut mal vorbei. Ach so, hatte ich das kostenfreie Eis erwähnt? Nein? Naja, ab ins Studio. Denn manchmal darf man auch als Praktikantin vor die Kamera. Schlüpfrige Details aus Kim Kardashians Liebesleben. Dies teilt jetzt ihr frisch gebackener Ex Pete Davidson. Ein Bekannter von ihm soll dem Globe-Magazin erzählt haben, dass er während der Beziehung nicht so zufrieden mit seinem Liebesleben war. So, aber jetzt erstmal Pause und dann geht's weiter mit Part 2 und Christian Düren Behind the Scenes. Am Anfang saß ich hier tatsächlich immer und habe alles auswendig gelernt, weil ich dachte, das müsste man. Wenn es interessant ist, gucke ich hin. Ich wollte nicht immer vor die Kamera.